Soll ich anfangen, sauber zu machen in der Küche? Ach, lass mal. Ich sollte dir doch helfen, oder? Ehrlich gesagt, ich wollte einfach jemanden haben zum Reden. Ich hab's nicht mehr ausgehalten, alleine zu Hause. Hast du Angst? Ich hab Panayotis immer sehr gemocht, weißt du. Wenn ich mir vorstelle, was diese Schweine in dem türkischen Gefängnis mit ihm gemacht haben. Sie haben ihm den Kiefer gebrochen, das Bein im Gelenk umgedreht, Zigaretten auf seine Haut ausgedrückt. Er war nicht mal transportfähig bis gestern. Aber er wird doch wieder gesund, oder? Die Knochen wachsen wieder zusammen, klar. Aber wie es hier drinnen aussieht. Wer Folter erlebt hat, kann in der Welt nicht mehr heimisch werden, habe ich mal gelesen. Und ich komme hier mit Blumen. Jeden Moment werden irgendwo auf der Welt Menschen gequält und gefoltert. Und wir hocken fett und zufrieden im Luxus. Eigentlich müssten wir alle im laufenden Meter nur noch kotzen. Oder denk an die Atomtests, die Franzosen jetzt wieder anfangen wollen. Die sind doch wahnsinnig. All die verstümmelten Kinder. Ist das nicht auch Folter? Und zwar Folter zum langsamen Sterben. Auf viele, viele Jahre. Noch mehr Schinken. Sag mal, schnallst du eigentlich nicht, dass ich kein Todestier mehr esse? Marlene? Ah, ja, ich wollte nämlich die Erste sein, die dir gratuliert. Also, herzlichen Glückwunsch und alle guten Wünsche für dein neues Lebensjahr. Ja. Heute Nachmittag? Ja, ist gut. Soll ich dich um 3 Uhr abholen? Aber vorher, da erbitte ich mir einen langen Spaziergang. Wir müssen uns ja schließlich die Schlemmerei am Abend im Pasarotti verdienen. Ja, stopft euch nur die dicken Fleischlappen rein. Exquisit zubereitet. Du bist natürlich mein Gast, das habe ich abgemacht. Ja, also gut. Über die Rechnung, das streiten wir später, ja? Gut. Nochmals herzlichen Glückwunsch. Bis später. Tschüss. So, ich mache euch ein paar andere Brote. Obwohl ich nicht einsehe, was das bisschen Schinken... Mann, das Argument zieht nicht. Das bisschen summiert sich in diesem Land nun mal auf über 13.000 Tonnen täglich. Was? So viel? Also das habe ich nicht gewusst. Ja, weil du es nicht wissen wolltest. Sonst wäre nämlich dein toller Schinken-Subito wieder oben rausgeflogen. Ich mache euch ein paar hartgekochte Eier. Manchmal bist du echt dämlich. Wir sind doch keine Lacto-Vegetarier. Wir essen überhaupt nichts Tierisches. Wie? Auch kein Joghurt? Quark? Milch? Butter? Sahne? Überhaupt nichts. Ja, und wo nimmst du das Eiweiß her? Das brauchst du dringend für deine Entwicklung. Mami, Menschen brauchen kein tierisches Eiweiß. Warum liest du nicht endlich mal das Buch, was Julia dir geschenkt hat? Und dann diese Sprüche von wegen, Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Was meinst du wohl, wer sich die ausgedacht hat? Du willst also wirklich wissen, was im Fleisch alles drin ist? Antibiotika, Beta-Blocker, Blei, Cadmium, Arsen. Kannst du mir das nicht nach dem Essen sagen? Das stürzt mich nämlich nicht so. Kein Wunder. Tranquilizer sind auch noch drin. Guten Appetit. Bis dann. Ciao. Sarah hat mich vorhin gefragt, ob ich jetzt so richtig arbeitslos bin. Die hat es wohl auch schon ihrer verehrten Religionslehrerin erzählt. Das Thema interessiert sie eben. Nimm es nicht persönlich. Du bist nicht der einzige Vater ohne Arbeit. Immerhin weiß sie noch nicht, warum ich gefeuert bin. Was ihre Lehrerin wohl dazu sagen würde. Ach, lass sie doch alle reden, Hans. Das kann uns im Moment nicht wichtig sein. Wir müssen endlich selber aktiv werden. Oder glaubst du immer noch, dass die Vorwürfe gegen dich sich irgendwann in Wohlgefallen auflösen? Ich auch nicht. Und deshalb gehe ich heute zu Anja. Anna, bitte. Ich weiß, was du sagen willst. Dass ich auch nicht weiterkommen werde bei ihr. Genauso schamlos ins Gesicht lügt wie dir und ob der Stern. Aber versuchen kann ich's doch. An ihre weibliche Solidarität appellieren, ja? Du kennst diese kleine Schlange nicht. Na und? Lern ich sie eben kennen. Die sowieso schon längst. Die mal aus der Nähe angucken. Dann lass mich wenigstens mitkommen. Hans, dann kommen wir noch nicht mal in die Wohnung. Bitte, verlass dich einmal auf mich. Einmal. Was tue ich denn die ganze Zeit, mein Herz? Das hätten wir. In der Kirche waren wir. Und jetzt kümmerst du dich aber gleich um den Videorekorder, gell? Ja, gleich nach Mittagessen, Mutter. Du hast das doch gerade gehört. Du sollst den Feiertag heiligen. Nichts wird heiligt. Heute kommt meine 500. Serie und diese Ereignis muss ich bis in alle Ewigkeit festhalten. Also ich trinke jetzt erst einmal mein Bier und den Rekorder, den habe ich da doch gleich angeschlossen.
Ja, grüß Gott, Sie haben noch nicht gesehen. Ja, grüß Gott, Herr Schiller, sagen Sie mal, was machen Sie denn am helllichten Sonntag beim Besuch? Ist mal vorbei, mal. Besser scharf kombiniert, Frau Kling. Sind Sie mal wieder gut miteinander? Nein, das weiß ich schon. Ich glaube, Sie tun umsonst um gut Wetter anhalten. Es geht weiter, Mutter, sei stark. Wir kümmern uns jetzt um das Video und um sonst gar nichts. Sie, Herr Schiller, ich hab vergessen, dass er gesagt hat, wir haben einen Videorekorder gehabt, ja? Der Olaf, der hat ihn gestern ausgesucht. Gratuliere, sehr schön. Obwohl, es kommt selten was Vernünftiges im Fernsehen, Frau Kling. Außer meiner Serie. Jeden Sonntag schauen wir es an. Heute kommt die 500. Und deswegen haben wir ja das Ding ergab. Nicht, dass wir meinen, ich schaue mal Porno so oder so einen unmoralischen Schmarrn. Auf die Idee wäre ich nie gekommen, Frau Kling. Sie, Herr Schiller, wenn einer vorbei mal nachschmeißt, dann kommen Sie zu mir. Ich teile meine Serien mit einem jeden. Erich? Gerade aus Dublin eingeflogen. Unsere Hausmarke? In einem kleinen Pub am Hafen. Da, wo wir die ein oder andere, sagen wir mal, rauschende Nacht miteinander verbracht haben. Weißt du es noch? Und wo du mir Molly Malone beigebracht hast. Ja, das ist sehr, sehr nett. Du darfst mir jetzt gern einen kleinen Schluck davon anbieten. Nur in Erinnerung an die alten Zeiten, natürlich. Ja, weißt du, Erich, ich, also gut, komm rein. Was hast du in Irland gemacht? Ich hab geangelt. Was sonst? Nachfischen? In der Hauptsache habe ich eine bestimmte Person aus meinem Gedächtnis zu streichen versucht. Und? Ist es dir gelungen? Leider nicht. Die sprichwörtliche Vergesslichkeit des Alters trifft bei mir nicht zu. Bei dir auch nicht? Gott sei Dank. Weißt du, manche Erinnerungen, die sind durchaus bewahrenswert. Ja. Vor allem die an dich. Nein, nein, bitte denk jetzt nicht, dass du mich irgendwie wieder rumkriegen kannst. War immer unsere Spezialität. Oder hast du einen anderen, sagen wir mal, Tanzpartner gefunden? Nein. Ob wir es noch können? Oh nein, Erich, nicht, bitte. Wie geht's ihm? Panayotis, ich bin ja so froh. Istruzioni, du so her. Okay, Mutter. Das ist ausländisch. Ich brauche die deutsche Anleitung. Ja, ja, ist schon recht. Ich suche schon da. Ah, da schon gern. Accessori, Connessioni, Charakteristiken. Mehr habe ich nicht, Olaf. Das gibt's doch gar nicht. Büro, da schau. Herrschaftszeiten. Jetzt haben sie uns da die italienische Gebrauchsanleitung geliefert. Ja, sag mal, hast denn du das nicht genau kontrolliert, wie du den Rekorder geholt hast? Ja, wie denn? Die Schachteln, die darfst du nicht aufmachen. Jetzt pass auf, Mutter, jetzt gehst du gleich mal mit zum Dings, zum Pavarotti und fragst den, ob uns den Schmarrn da nicht übersetzen kann. Ja, nein,
Na, geh du lieber zum Sarotti und fragen. Was, die haben nämlich gestern ein bisschen dumm angeredet. Ja, ist das jetzt mein Rekord oder deiner? Sonst musst du halt warten bis am Montag. Nein. Dann kann ich dir die deutsche Anleitung besorgen. Nein, du kannst ja die 5. Folge nicht aufzeichnen. Na genau. Also was ist jetzt? Gehst du jetzt oder gehst du nicht? Ach, Erich. Ich muss jetzt aber wirklich. Weißt du, Marlene hat doch Geburtstag und ich hab doch versprochen, mit ihr ein bisschen zu feiern. Dann geh doch, wenn du gehen willst. Weißt du, ich muss. Ich würde doch auch viel lieber. Was denn? Nein, das sollten wir nicht tun. Aber wir wollen, Helga. Ich jedenfalls. Ich auch. Να ξαπλώσεις. Εγώ θα μείνω κοντά σου. Πρέπει να σου πλύνω τις πληγές. Ich komme lieber an einem der nächsten Tage wieder vorbei. Er scheint mir noch nicht ansprechbar zu sein. Also, falls ihr irgendwelche medizinische Hilfe braucht, ich stehe euch jederzeit zur Verfügung. Im Krankenhaus in Ankara haben sie uns erklärt, was wir tun müssen. Die Brandwunden und der Kiefer werden heilen, sagen sie. Das Bein bleibt wahrscheinlich für immer steif. Die moderne Medizin hat heute ganz wunderbare Heilungsmöglichkeiten, Vasili. Sicher. Kann die moderne Medizin auch etwas für seine Seele tun? Ha? Ihnen wieder heil machen. Damit er vergisst, wie sie ihn gequält haben, monatelang. Und ohne Grund. Nur auf einen Verdacht hin. Kein Tier würde so etwas tun. Und das in einem Land mitten in Europa. In einem sogenannten zivilisierten Staat. Mit welcher Begründung ist er denn überhaupt verhaftet worden? Da muss es doch ein Verfahren gegeben haben. Eine vernünftige Gerichtsverhandlung, meinst du? So naiv war ich bisher auch. Aber die brauchen keinen hieb- und stichfesten Grund, um einen monatelang festzuhalten und zu foltern. Dass er mit einem Lastwagen voller Hilfsgüter unterwegs war, reichte denen schon. Sie haben einfach behauptet, er hätte damit die Kurden unterstützen wollen. Hat er ihnen denn nicht die Wahrheit gesagt? Dass er die Sachen nach Georgien bringen wollte? Sicher hat er das, aber sie haben ihm nicht geglaubt. So einfach ist das. Und weil er nicht gestanden hat, was sie hören wollten, haben sie ihn gefoltert. Und was ist aus dem Wagen geworden? Und seinen ganzen Sachen? Keine Ahnung. Irgendwohin verschollen. Weißt du noch, wie er monatelang für den Kram gesammelt hat? Und uns allen auf den Keks gegangen ist mit seinem Engagement? Du hast ihn mal ziemlich angemacht, deswegen. Er hätte nicht selbst fahren dürfen. Das war sein Fehler, Beate. So kann man es natürlich auch sehen. Die Hilfe immer schön den anderen überlassen. Sollen die doch ihren Kopf hinhalten. Wir bleiben gemütlich zu Hause hocken und sacken eine Spendenquittung fürs Finanzamt ein. Und kommen uns dabei noch wer weiß wie mildtätig vor. So habe ich das nicht gemeint, das weißt du doch. Natürlich nicht. Wir alle haben es nicht so gemeint. Allein in der Türkei sind aber im letzten Jahr 29 Menschen gestorben an den Folgen der Folter. Ich bezweifle, dass Sie sich überhaupt vorstellen können, welche Folgen Ihre Lügen für uns haben. Mein Mann hat seinen Job verloren. Hoffentlich. So ein Schwein wie der kann vor mir aus an der Gosse landen. Das ist nicht Ihr Ernst. Er hat Ihnen nichts getan. Glauben Sie, klar. Würde ich auch, wenn ich mit so einem miesen Typen verheiratet wäre. Der ist doch pervers. Warum wollen Sie uns schaden? Es muss einen Grund geben. Ich glaube, dass es kein Zufall war, dass Sie damals in sein Büro gekommen sind. Natürlich war es Zufall. Ich habe mich in der Zimmernummer geirrt. Das glaube ich Ihnen nicht. Allein der Zeitpunkt ist schon seltsam. Man geht nicht um 12:30 in ein Amt. Ich schon, weil ich nämlich vorher Schule habe. Oder weil Sie wussten, dass mein Mann allein sein würde. Weil nämlich das halbe Amt in der Mittagspause ist um diese Zeit.
Sie sind doch bescheuert. Ich sag jetzt überhaupt nichts mehr. Ich habe sie sowieso nur aus Mitleid reingelassen. Nein, weil sie ein schlechtes Gewissen haben. Irgendjemand hat sie zu Hans geschickt. Ich weiß es. Jemand, der ihn kaputt machen will. Wer war's? Hauen Sie endlich ab. Ich kann diese Scheißfragen rein nicht mehr hören. Er hat sie nie angefasst. Geben Sie es doch zu. Was haben Sie gekriegt für diese Räuberpistole? Geld? Verpissen Sie sich endlich. Ich rede nicht mehr mit Ihnen. Was ist denn hier los? Wer sind Sie? Die Frau von Ballmann, die von den Perversen im Jugendamt. Ich hab dir doch gesagt, du sollst von dieser Bespoke niemanden mehr reinlassen und sie machen sofort die Fliege. Und wenn nicht, schmeiß ich sie eigenhändig die Treppe runter. Wenn sie wunderbare Frau sind. Krass! Antennenkabel vom Fernseher in Buchse si. A vom Rekorder stecken. Das hab ich. Si. Allora, jetzt müssen Sie Kabel von Antenne in Fernseher und in Rekorder stecken. In Boccola B. Si. Boccola B? Was heißt denn das? Bitte schön, Herr Sarotti, das müssen Sie mal übersetzen, gell? Okay, sei stark, Mutter, ich weiß schon. Ja. Haben wir ja noch hoffentlich nicht einen Sonntag verdorben, Herr Sarotti. So, und was jetzt? Nur noch Kabel von Netze in Rekorder und in Stromdose stecken. Ecco, c'è tutto. Kann ich gehen jetzt? Ich muss in meine Lokal. Ja, ja, freilich, den Rest schaffen wir schon. Also vielen Dank, Herr Sarotti. Nicht zu danken. Auf Wiedersehen, ne? Auf Wiedersehen und nochmal schönen Dank. Vielen Dank, gell. So, wo ist jetzt da das Netz, Kavi? Was hast du, Mutter? Du hast das ganze Klarzeug doch rausgepackt. Ja, schon, aber da war bloß eins dabei. Nein, das gibt's doch gar nicht. Ein Netzkabel, Mutter, mit einem Stecker dran. Nein, das war nicht dabei, wenn ich das doch sag. So, und jetzt mach ich endlich ein Puzzle, damit ich was sehe. Ja, ohne Netzkabel geht da gar nichts. Ja, dann nimm halt irgendein anderes. Wir haben doch nur Stecker in der Wohnung. Also von Technik, da hast du rein überhaupt keine Ahnung. Das muss ein ganz spezielles Kabel sein, weil sonst funktioniert der ganze Rekorder nicht. Morgen, da könnt ihr da eins besorgen. Morgen, da ist meine Serie vorbei. Heut brauche ich das Video. Heut. Ach, Erich. Ich merke es jetzt, wie sehr du mir gefehlt hast. Das machst du nie wieder, mich derart abfahren zu lassen. Ich sollte sie doch abholen, verstanden? Ja, dann hat es überhaupt keinen Zweck mehr. Aber sie hat Geburtstag und ich habe doch schon Champagner besorgt. Ich habe auch Geburtstag. Im, sagen wir mal, übertragenen Sinne. Warte, Lies, da ist meine Schöne. Ich habe nicht damit gerechnet, dass du was erreichst. Wenn ihr Vater nicht dazwischen gekommen wäre. Ich hätte es geschafft, sie war fast so weit. Dir den Namen zu sagen? Da würde sich sowas ausdenken, sowas Krankes. Lass uns mal nachdenken. Wer hasst dich? Ich meine wirklich. So dass er dich zerstören will. Tom, pass auf da! An Helga denkst du hoffentlich nicht. Ach, ich traue ja einiges zu, aber sowas. Frau Dabelstein? Dass die mich von ganzem Herzen liebt, kann man wohl kaum behaupten. Aber sie ist keine Intrigantin. Was mit Bödefeld? Lothar? Er hätte allen Grund, stocksauer auf dich zu sein. Wäre doch nicht angekrochen gekommen vor ein paar Wochen. Hat sich in aller Form entschuldigt, Anna, und mich seitdem im Amt wie ein Löwe verteidigt. Er hat sich einmal von Segers bestechen lassen, Hans. Gegen viel Geld. Warum sollte er nicht nochmal ein krummes Ding drehen? Er geht bei uns aus und ein, Anna. Er ist mein Freund, du kennst ihn. Traust ihm sowas wirklich zu? Lass uns aufhören damit, Anna. Dann sehe ich bei den jedem Freund ein mieses Schwein. Und ich habe Freunde verdammt nötig im Moment. Aus allen Landesteilen, verstärkt jedoch aus dem Südosten der Türkei und aus den größeren Städten, treffen Meldungen über Folterungen an Häftlingen ein. Personen, die im Verdacht standen, Verbindungen zu verbotenen bewaffneten Organisationen zu unterhalten, wurden bis zu 30 Tage lang ohne jeden Kontakt zur Außenwelt in Gewahrsam gehalten. Im Juli beispielsweise wurde Mitlik Ölmetz von Zivilbeamten der Antiterrorismusabteilung der Polizei auf offener Straße festgenommen, in die Istanbuler Polizeizentrale gebracht und dort wegen angeblicher Unterstützung der PKK Verhören unterzogen. Er erhob später den Vorwurf, an den Armen aufgehängt und mit Elektroschocks an Fingerkuppen, Zunge und Penis gequält worden zu sein. Nach seinen Angaben hatte man ihm darüber hinaus wiederholt einen Stock in den Anus gestoßen. Hör auf, Martin. Nein, Vassili, ich höre nicht auf. Wenn wir kämpfen wollen, müssen wir wissen, wogegen und wofür. Vassili, Drecksel, Drecksel, hilf mir!
Ich brauche diese Liebe, der gäbe sie. Gäbe sie gesagt, nicht kaputt, die Regler. Vater, was hast du? Ruf den Notarzt an, der schnell. Sicher, sobald erreiche ich den Jadros. Bitte einen Arzt in die Lindenstraße 2, Restaurant Akropolis. Totaler Zusammenbruch, Kreislauf wahrscheinlich. Ich bin nur hier bald kurz, dass du das aufhörst, alle Mono. Bitte, ja. Du, der Scholz hat mir den Stick gegeben von seinem Rasierapparat. Der hat gemeint, der kann patzen. Aber morgen muss er ihn wieder haben. Bei der Beimerin, da habe ich auch angeläutet, aber die hat gar nicht aufgemacht. Dabei weiß ich, dass sie einen Videorekorder hat. Du, Basta? Du hast aber ein Massel gehabt, Mutter. So. Jetzt. Was? Jetzt müssen wir bloß noch den richtigen Sender einstellen. Lass mich das mal machen, mein Junge. Du? Kannst du das? Das ist doch die einfachste Sache von der Welt. Wer hat denn diesen Fernseher programmiert? Hä? Der Techniker. Mit meiner Hilfe, ja. So, und jetzt geht beide mal an die Seite, komm. Also, mir soll das recht sein. Da mache ich erst einmal Brotzeit. Ja, aber Egon, die Anleitung kannst du doch gar nicht lesen. Sollen wir nicht doch noch mal zum Sarotte gehen? Hä? Erstens mal ist er längst in seinem Lokal. Zweitens ist hier alles so wunderbar abgebildet, das versteht jeder Idiot. Ich nicht. Dieses Mädchen, die sie angeblich... Habe ich übrigens nie dran geglaubt. Nicht einen Moment. Stimmt's, Rilla? Natürlich nicht. Trinken Sie einen Tee mit mir? Gerne. Ich soll also dieses Mädchen unter die Lupe nehmen. Wie hieß sie noch? Anja. Anja Herrlinger. Meine Frau und ich sind uns sicher, dass irgendjemand hinter ihr steckt. Jemand, der mich vernichten will, verstehen Sie? Dafür hat er sich eine verdammt gute Methode ausgedacht. Haben Sie schon irgendeinen konkreten Verdacht, wer der Hintermann sein könnte? Eigentlich nicht. Danke, Frau Riese. Und offen gestanden würde ich Sie auch ungern beeinflussen. Ich meine, falls Sie wirklich für mich tätig werden wollen. Sie ahnen gar nicht, wie gern. Also, dann schießen Sie mal los. Die ganze Geschichte von Anfang an mit allen Einzelheiten, wie unwichtig sie auch erscheinen mögen. Der Teufel steckt immer im Detail. Und wann fängst du an? Morgen? Erst, wenn du mich ganz offiziell wieder einstellst. Da hast du nicht längst Ersatz. Na, wen denn? Die Aushilfen, die hättest du mal sehen sollen, die sich auf meine Annonce hin gemeldet haben. Ah, das ist Marlene. Oder Klausi. Er hat vielleicht einen Schlüssel vergessen. Du bring's ihm schonend bei, dass ich wieder da bin, ja? Du glaubst doch nicht, dass der sich für uns interessiert. Er hat doch nur noch Augen für seine Julia, seit die in sein Leben getreten ist. Sprich für Julia. Das Mädchen muss ich mir mal anschauen. Erschrick nicht. Ich bin nicht krank. Wie schön für dich. Und warum lässt du mich dann seit Stunden warten an meinem Geburtstag? Marlene, lass dir doch erklären, ich... Ich habe bereits verstanden, Helga. Du hast dich also wieder rumkriegen lassen. Was heißt wieder? Nach allem, was dieser Mann dir angetan hat. Komm, klopf da an die Tür, schon nimmst du ihn wieder an deine Brust. Und vergiss darüber völlig deine beste Freundin. Ich hab dich nicht vergessen, Marlene. Aber Herr Schiller war dir wichtiger. Umso schlimmer, Helga. Aber bitte, wenn dir unsere Freundschaft gar nichts mehr bedeutet. Marlene, nun warte doch. Ist sie schon weg? Sie hat fast geweint. Ich komme mir so schofel vor. Sie hat sich so lieb um mich gekümmert in der letzten Zeit. Das kann ich mir vorstellen. Sie hat mein Lied wahrscheinlich in den übelsten Tönen gesungen. Die kann doch keinen Mann ertragen. Aber sie tut mir so leid. Sie muss ihren Geburtstag jetzt ganz alleine verbringen. Helga, du wirst diesen wunderbaren Tag doch nicht mit einem schlechten Gewissen beschließen. Komm. Komm. Aber nachher, da rufe ich Sie an. Unbedingt, ja? Und erkläre ihr alles. Ja, Helga, nachher. Die 500. Folge ist schon fast aus und vorbei. Pur, du halt was. Ja, was soll ich denn machen, wenn er die ganzen Sender verstellt hat? Sag mal, wie hast denn du das eigentlich angestellt? Irgendwie muss ich mich wohl in der Taste geirrt haben. Lass mich doch wenigstens reinschauen, wenn ich schon nicht aufnehmen kann. Heute kommt doch die große Versöhnung.
Ja, das geht aber nicht. Bist denn du deppert? Da, schau, RTL, das kannst du schauen. RTL, wo ich nicht? Da kommt doch bloß lauter Schmarrn. Da ist Serie, wo ich... Komm, Olaf, lass uns doch bei dir drum anschauen. Bei deinem Fernseher. Also fünfmal habe ich dir heute schon gesagt. Mein Fernseher ist in der Reparatur. Ego. Den wichtigsten Tag in meinem ganzen Leben hast du mir ruiniert. Du bist an allem schuld. Warum habe ich die Deppen geheiratet, du Deppen? Dost du Chiratismata? Da lehme. Sie wollen ihn 3 Tage in der Klinik behalten. Zur Überwachung. Elena bleibt bei ihm. Ist vielleicht das Beste so. Dann wird er mal von Kopf bis Fuß richtig durchgecheckt. Verdammt, wer ist das denn jetzt? Mutter sagt, er weint. Er hat Angst vor Fremden, weißt du? Vasili, Vasili, schnell! Los mit dem Fernseher! Und schau, damit du bist nur ein bisschen mutzig. Den Ego kann dich umbringen! Bitte nicht jetzt, Frau Kling. Mein Vater liegt im Krankenhaus. Es dauert ja noch immer lang. Ich will jetzt aber nicht fernsehen. Es geht doch um meine 500. Folge. Alle Folgen habe ich bis jetzt umgeschaut, noch kein einziger wie Ausland. Die ganzen 10 Jahre, wo es das schon gibt. Eine Fernsehserie. Wo leben Sie eigentlich, ha? Es geht um Menschenleben. Um furchtbare Grausamkeit, um Folter. Und Sie heulen wegen einer Fernsehserie. Also ich rufe Marlene jetzt sofort an, sonst komme ich mir einfach mies vor. Also ich entschuldige mich nicht. Deine Freundin Marlene hat mich nie gemocht. Sie akzeptiert Männer nur in Form von Eunuchen. Oh, du übertreibst. Frau Kling. Herr Schiller, lass uns was anschauen. Ein bisschen was noch im Fernsehen, dass ich noch ein bisschen was von meiner Serie sehe. Der Egon, der hat mir alles versaut. Was wollen Sie hier? Fernsehen bei uns? Das kann ich gar nicht sagen. Warum tut niemand was dagegen? Ist doch längst bekannt, was in der Türkei passiert. Muss man bloß in die Zeitung gucken. Na und? Wen interessiert das schon? Mich zum Beispiel, verdammt nochmal. Und wenn noch? Klar weiß jeder, was passiert in der Türkei. Und nicht nur da. Und das liest man einmal, schüttelt traurig den Kopf und vergisst es wieder. So ist es doch. Nicht alle denken so, Vasili. Doch. Sogar wir, Matjam. Wenn es meinen Vater nicht erwischt hätte, was geht uns die Türkei an? Wir sitzen auf unserem Arsch und sehen Vernichtung und Grausamkeit nur noch wie einen spannenden Film. Und wenn es uns langweilig wird, schalten wir ab. Wann werden wir endlich die Augen aufmachen und sehen, was passiert in der Welt? Wie lange wollen wir noch zusehen?